Uniform zur Deutschlandfahne. Das ist nicht die alte Bundeswehr, sondern eine junge studentische Verbindung. In Hamburg treiben allein in 29 Häusern kooperierte ihr Wesen. Doch das ist unbekannt und mit vielen Vorurteilen behaftet. Diejenigen, die dahinter stecken, die haben meistens ordentlich Kohle und können da gut was reinbuttern. Da ich sie nicht kenne, kann ich gut noch schlecht finden. Burschenschaften gefährlich sind teils sogar, weil die politisch eindeutig nach rechts tendieren. Zwar wird die Burschenschaft Germania Königsberg vom Verfassungsschutz beobachtet, doch nicht jede Verbindung ist politisch und schon gar nicht jede rechtsradikal. Tatsächlich gibt es ein weites Spektrum, angefangen von Chors über Landsmannschaften, Turner- und Sängerschaften bis hin zu Ruder- und Segelvereinen und christlichen Verbänden. Sie lassen sich einteilen nach den Kriterien, ob sie Mensuren fechten, politisch aktiv sind, Farben tragen oder konfessionell gebunden sind. UniTV hat zwei grundsätzlich unterschiedliche besucht. So zum Beispiel den Chor Emensul, der immer noch Mensuren schlägt. Statt Politik wird hier sportliche Ertüchtigung großgeschrieben. Jeden Tag Fechtunterricht muss der Anfänger ableisten, um eines Tages die Mensur zu bestehen und in den Kreis der Auserwählten aufgenommen zu werden. Aber nach der Mensur sitzt man sicherlich zusammen, redet nochmal über die Mensur. Derjenige, der gefochten hat, befindet sich meistens in einer außerordentlichen Hochstimmung, aufgrund der Anspannung, die er eben doch dann glücklich oder auch nicht so glücklich überwunden hat. Dabei fließen auch schon mal Bier, Sekt und Champagner. Bezahlt wird die Zeche Jahre später, wenn der ehemalige Student im Berufsleben steht. 200 bis 400 Mark Jahresbeitrag dürfen es dann schon sein. Lebenslang, versteht sich. Aber auch handfeste Vorteile genießen die Studenten, wie eine günstige Wohnung, die im Haus der katholischen Wiking-Verbindung 250 Mark kostet. Eine gemütliche Runde kann man sich in ihrer Kneipe schon vorstellen, jedoch müssen auch sie Farbe bekennen, auch wenn sie nicht schlagend sind. Die Farben bei uns bedeuten der weiße Schaum des Meeres, das soll dadurch soll unser maritimer Charakter von Hamburg eben deutlich werden. Aus dem weißen Schaum des Meeres taucht der Sonne rotes Glühen. Das ist also das Rot der Sonne rotes Glühen. Und das Grün ist für die grünen Wellen des Sees, also dass doch die Wikinger und auch Hamburg sehr, sehr maritim ausgedrückt ist. Trügt der Schein und ist wirklich alles friedlich hinter den Kulissen? Was ist, wenn ein Sympathisant der Grünen eintreten will? Wie kann ich mich aus dem Bierverschiss heraussaufen? Und welche Verbindungen hat ein Verbindungsstudent? Viele Fragen, zu wenig Antworten? Schalten Sie ein bei der nächsten Sendung von UniTV mit unserer Sonderreportage über Verbindungen.